sowas. Ich komme gleich. Hallo, hallo. Wer ist da? Ich bin da, Shere Khan. Ich hätte gern ein paar Worte mit dir gewechselt. Shere Khan, so eine Überraschung. Tatsächlich? Kam zufällig vorbei. Wenn ich dich gestört haben sollte, bitte verzeih. Nein, nein, keineswegs. So, ich dachte, du musst doch mal nach K schauen. Vielleicht rollt sie gerade jemanden ein. Einrollen? Wen denn? Oh nein. Ich wollte mich gerade selbst zu einem Schläfchen zusammenrollen. Aber du hast doch zu jemandem gesungen. Wer war das, K? Oh, 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 oh. Ich habe eben gesungen. Für mich selbst. Ehrlich? Ja. Ja, ich habe nämlich Schmerzen in der Schwanzspitze. So ein Jammer. Oh, du machst ja keinen Begriff. So sehr schmerzt mich das. Kann nicht essen, kann nicht schlafen. Darum singe ich mich selbst in Schlaf. Du weißt ja, selbst Hypnose. Ich zeig dir, wie das ist. Auf mich. Also lass das dumme Getue. Ich habe keine Zeit für solche Albernheiten. Dann vielleicht ein andermal. Vielleicht. Im Augenblick bin ich hinter einem Menschenkind her. Menschenkind? Was sind wir eins? Es hat sich verlaufen. Wo könnte es sich wohl versteckt haben? Durchsuch mich doch. Das ist eine blendende Idee. Ich möchte dich bitten, dass du mir deine freundliche Gestalt zeigst. Oh. Zu gütig. Hier ist nichts. Und hier ist auch nichts. Oh, ich habe Schnupfen heute. Ach nein. Wie sieht denn deine Mitte aus? Die Mitte? Ach so, die Mitte. Hier ist wirklich nichts in der Mitte. Schade. Naja, falls du zufällig das Menschenkind erblicken solltest, dann informierst du mich sofort. Ist das klar? Ich werde aufpassen. Kreuzfeuer, nun beendet? Du, pass auf. Und nun muss ich meine Suche nach dem verlorenen Sohn fortsetzen. Oh, was ist das bloß für ein Heuchler? Der verlorene Sohn. Da kriegt man ja Schüttelfrost.